بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine Geschwister, was ich immer interessant finde, ist, dass wir sehr viele, leider noch sehr, sehr, sehr viele Missverständnisse haben, ja? Besonders mit den Wörtern. Ja? Also wir als Muslime, wir verstehen sehr, sehr, sehr viele Sachen aus unserer Religion bzw. aus dem Koran falsch. Und wir schmeißen manchmal einfach mit den Bezeichnungen, ohne zu wissen, was die wirklich bedeuten. Oder wir nehmen bestimmte Bezeichnungen und verbinden sie mit dem, was halt total falsch ist. Als Beispiel, wenn ich jetzt euch nur ein Wort jetzt sagen werde, dann würde ich euch nachher auch in der Lage sein, was die große Mehrheit von euch reagieren wird und was sie denken wird. Wenn ich sage Ibtila, ja, wenn ich das Wort Ibtila, diejenigen, die das Wort verstehen, das ist Prüfung. Wenn ich das Wort Ibtila sage, Prüfung, dann haben die meisten Menschen, meisten Muslime sofort ein negatives Gefühl. Ein Gefühl, was mit Angst verbunden ist, ja. Oder wenn wir zum Beispiel von Al-Khawf sprechen, von der Angst. Im Koran finden wir das Wort Al-Khawf. Aber wir wissen nicht, dass Al-Khawf oder die Angst verschiedene Stufen hat. Ja? Wenn ich sage, ich habe Angst vor einer Mücke, ist ja etwas anders, als wenn ich sage, ich habe Angst vor einer Schlange. Aber in beiden Fällen habe ich das Wort Angst benutzt. Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise sein Buch Koran, ist da extrem spezifisch. Und diese spezifischen Ausdrücke, die im Koran benutzt werden, die kennen wir nicht. Und wir vertauschen einiges. Und bringen einiges durcheinander, was natürlich auch unserer Beziehung zum Schöpfer schadet. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرعب. الرعب ist eine Stufe der Angst. Ja? Aber du als Mensch, der an Gott glaubt, würdest du nie رعب verspüren. رعب ist eine sehr, sehr intensive Angst. Und dann kommen bestimmte Menschen, auch die meint es gut. Die meint es gut und er meint, um dir zu helfen, er macht dir jetzt eine Predigt, wo er dich später im Zustand der Rob sehen möchte. Dass du am Zittern bist und nur noch ängstlich hast und dich nicht mehr bewegen kannst. Weil, ja, der sagt, das ist dann gut. Ja, das ist dann richtig gut, wenn das der Fall ist. Ja, dann wird er gläubig sein. Ja, das ist gut, Angst vor Allah zu haben. Lasst uns daher heute ein bisschen über die Angst sprechen. Auf Arabisch sprechen wir von Al-Khawf. Und wir haben den Vers, wo es heißt, wo Allah subhanahu wa ta'ala die gläubigen Menschen lobt und sagt, La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Sie haben keinen Khawf, keine Angst und sie werden keine Trauer haben. Aber wie kannst du diesen Vers verstehen, wenn du nicht mal weißt, was Al-Khawf bedeutet? Wisst ihr, was Al-Khawf bedeutet? Was heißt Al-Khawf? Was heißt Angst zu haben? Ja? Und warum setzt Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort, ja, im Koran ein? Wir haben den letzten Gesandten, Khatamul Anbiya. Wer ist Khatamul Anbiya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach ihm gibt es keinen Nabi mehr. Schluss. Khatamul Anbiya. ولكنه ليس بخاتم الرسل. Keine Sorge. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala schickt uns weiterhin viele Botschafter.
Die Angst ist eine Botschaft. Sogar wenn der Teufel zu dir kommt, dann ist das eine Botschaft. Was ist das für eine Botschaft? Dass du gerade nicht gläubig bist. Und deswegen ist der Teufel an dich rangekommen. Habt ihr mich verstanden? Und das ist ein Hinweis von Allah subhanahu wa ta'ala. Wach auf! Ja? Jeder, die Verbindung zu deinem Schöpfer, die ist nicht unterbrochen durch den Tod des Propheten. Er ist Khatamul Anbiya. Der Siegel der Propheten. Aber die Verbindung zwischen dir und deinem Schöpfer, die besteht, Alhamdulillah, weiter. Und er kümmert sich um dich, indem er dir Signale schickt. Rasul. Und Lchauf, die Angst, ist auch ein Rasul. Ist auch ein Botschafter, der dir etwas Bestimmtes sagt. Damit wir diesen Botschafter verstehen und damit wir seine Botschaft wirklich aufnehmen und dementsprechend auch darauf damit arbeiten, müssen wir ihn verstehen. Ja? Du kannst keinen Botschafter, du kannst seine Botschaft nicht verstehen, weil du ihn selbst nicht mal kennst. Ja? Weil das ist extrem wichtig. Wir fangen sofort mit einer Überraschung an. Und zwar, Angst ist kein Gefühl. Die meisten von euch denken, dass Angst ein Gefühl ist. Nein. Al-Khawf laysa min al-Masha'ir. Angst hat mit Gefühlen nichts zu tun. Überhaupt nicht. Das ist der erste Fehler, der korrigiert werden muss. Wenn du Angst hast, dann hat das damit nichts zu tun, dass du ein Gefühl hast. Mein Gefühl, was ich gerade habe, ist Angst. Nein, ist es nicht. Al-Khawf la alaqata lahu bil-Masha'ir. Die Angst hat nichts mit Gefühlen zu tun. Al-Khawf fi'l. Al-Khawf ist eine Handlung. Al-Khawf, Angst, ist eine Operation, die stattfindet, ein Prozess. Ich habe Angst vor dem Feuer. Ja? Ich habe Angst vor dem Feuer. Das ist ein was? Ein Prozess. Und weil ich Angst vor dem Feuer habe, werde ich etwas tun, was ich jetzt gerade getan habe. Ich habe eine Handlung gemacht. Ich bin weggelaufen vom Feuer. Ja? Deswegen, wenn ich dir sage, Khaf Rabbak hab, Khauf vor deinem Herrn, dann darfst du nicht den Mensch dazu bringen, dass er zittert. Es muss ein Fi'l sein. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Khafuni, er sollte Angst vor mir haben, er meint nicht, dass wir jetzt irgendwelche Gefühle, oh, der ist Mascha hat viel. Nein, das ist kein Khauf. Khauf ist ein Fi'l. Wenn ich Allah fürchte, dann werde ich bestimmte Sachen machen. Ich werde was in einen Prozess der Handlung eintreten. Und nicht der Ausschüttung von irgendwelchen Gefühlen oder Ängsten. Ja? In sagen, oh, das sind meine Ängste und ich zittere und deswegen bin ich ein gottesfürchtiger Mensch, der Gott fürchtet. Ja? Die Menschen, die denken, dass Angst Gefühle sind, die machen sich Probleme in ihrem Leben. Sehr große Probleme. Also daher rate ich euch an und mir natürlich auch, versucht dafür zu sorgen, dass Angst in eurem Verstand nichts mit Gefühlen zu tun hat. Es ist kein Gefühl. Angst ist ein Fi'l, ist eine Handlung. Weil solange du diese Überzeugung hast, wirst du mit der Angst nicht dich auseinandersetzen können. Ja? Das Erste, was du machen musst, ist, dass du dir eintrichterst, Angst ist kein Gefühl. Al-Khawfu amaliyah. Angst ist ein Prozess. Ja? Das ist ein Prozess, ein Fi'l. Eine Handlung, die in mir drin geschieht. Es ist etwas, was in mir, ein Fi'l, ein Prozess, der in mir passiert. Ja? Und dieser Prozess führt zu bestimmten Gefühlen. Okay? Seht ihr jetzt, wie die Verbindung zwischen Angst und Gefühle ist? Die Angst ist ein Prozess, ist eine Handlung. Wenn die passiert, wenn das eintritt, dann entstehen in meinem Inneren Gefühle. Wie sind diese Gefühle? Schmerzhafte Gefühle. Angst produziert Gefühle und diese Gefühle sind schmerzhaft. Aber die Angst sind nicht diese Gefühle. Okay? Das ist extrem wichtig.
Daher müssen wir auch als Muslime, damit wir unserem Schöpfer dienen, müssen wir den Prozess Angst verstehen. Du kannst deinem Diener, deinem Herrn nicht dienen, wenn du, wenn er dir sagt, khafuni wala takhafuhum. Du musst den Prozess verstehen. Versteht ihr, warum ich das Thema mache? Weil es ist essentiell, dass du weiterkommst in deinem Glauben. Außer du willst natürlich die Tradition und das geerbte Zeug immer jedes Jahr wiederholen, dann wirst du auch so bleiben wie. Also, es ist unsere Pflicht, die Operation, Amaliyatul Khauf, ja, diese Operation, die stattfindet, die müssen wir verstehen, damit wir verstehen, was in uns passiert. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns damit auseinandersetzen und wir können das Problem lösen. Wie gesagt, Angst ist ein Fi'l, ist ein Prozess, was in dir bestimmte negative Gefühle verursacht. Und diese Gefühle sind schmerzhaft. Ja? Es gibt natürlich verschiedene Arten von Angst, die wir auch später, also auch die verschiedenen Arten, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran bezeichnet hat, darüber werden wir inshallah auch noch sprechen. Aber jetzt erstmal grundsätzlich, dass wir die Angst erstmal grundsätzlich erstmal klarer definieren und aufteilen. Wir haben eine Angst, die natürlich ist, Fitriya, also Khauf und Fitri, also natürliche Veranlagung, die steht in jedem von uns. Alhamdulillah, ist doch schön, dass in uns der Prozess Angst gespeichert ist. Von wem? Vom Schöpfer. Weil wir brauchen das, warum? Damit wir uns beschützen. Ja? Damit wir uns beschützen können. Angst vor der Kälte, Angst vor Hunger und dies und das. Ja? Und damit wir uns vor den darauffolgenden Problemen auch schützen können. Wenn ich halt keine Angst vor Autos habe, dann weißt du ja was mit mir. Ja, dann würde ich beim Orthopäden landen. Und dann gibt es natürlich, das ist die normale Angst. Und dann gibt es natürlich die Angst, die krankhaft ist. Al-Khauf al-Maradi. Ja? Wenn die Angst nicht mehr bei dem, ja, in der Konzentration vorhanden ist, die für dich ist, sondern das überschreitet eine gewisse Konzentration oder Intensität, so dass man von einer krankhaften Angst sprechen muss. Das ist dann nicht mehr normal. Jeder von uns hat Angst, aber der verhält sich normal. Aber wenn ein Mensch krankhafte Angst hat, der wird sich dann nicht mehr in Anführungsstrichen normal verhalten. Was ist Al-Khauf? Die Angst, Al-Khauf heißt auf Arabisch Angst. Al-Khauf At-Tabi'i, was halt normal ist. Ja? Wie ich gesagt habe, ich habe Angst vor schnell fahrenden Autos. Ja? Ich habe eine gewisse Angst vor einer Klausur. Deswegen bereite ich mich darauf vor. Stell mal vor, es ist mir egal. Dann bereite ich mich ja nicht vor und dann übe ich ja auch nicht und dementsprechend bestehe ich die Klausur auch nicht. Das ist die normale Angst. Wie ich gesagt habe, die Angst, meine Geschwister, Amaliyah, ist ein Prozess. Ja? Was ist das für ein Prozess? Was bedeutet, ich habe Angst? Was heißt das, wenn ich dich jetzt frage, ich habe Angst? Die meisten werden ganz schnell in Gefühlen versuchen mir die Angst mit Gefühlen zu beschreiben. Ich bin jetzt am Zittern und das und das. Haben wir gesagt, das stimmt ja nicht. Weil Angst ist eine Amali, ist ein Prozess, ist eine, ja, die hat mit Gefühlen nichts zu tun. Womit hat das denn zu tun? Ganz wichtige Information. Al-Khauf Amaliyatu Rafd. Ja? Al-Khauf, die Angst, ja, ist ein Prozess, indem ich irgendetwas ablehne. Ich lehne etwas ab. Ja? Al-Khauf, Angst hat immer mit Ablehnen zu tun. Ja? Und diese Sache, die ich ablehne, ist sie in der Vergangenheit oder in der Gegenwart oder in der Zukunft? Immer in der Zukunft. Ein Prozess des Ablehnens von Sachen, die passieren könnten in der Zukunft. Ja? Und dieser Prozess des Ablehnens, das produziert die Gefühle, die wir als Angst bezeichnen. Okay, ist das angekommen? Die Angst ist eine Handlung,
in der ich irgendetwas ablehne, was auf mich zukommen könnte. Und während dieses Prozesses der Ablehnung, was entstehen? Entstehen bestimmte Gefühle. Ja? Diese Gefühle entstehen nicht durch die Angst, sondern die entstehen durch die Ablehnung, weil die Angst an sich ist die Gesamtoperation. Ja? Und je mehr ich ablehne, desto stärker werden die Gefühle der Schmerzen. Das, was du in deinem Leben am meisten ablehnst, das wirst du in deinem Leben am meisten erleben. Ja? Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Hatta la ta'asau ala ma fatakum. Allah subhanahu wa ta'ala will uns wohin? Wohin bringen? Er will uns dazu bringen. Er spricht von der Vergangenheit. Hatta la ta'asau ala ma fatakum. Al-Asa, Trauer wegen dem, was du verpasst hast. Depressionen. Wa la tafrahu bima atakum. Selbstzerstörung. Haben wir letzte Woche gehabt. Was bleibt? Wo muss ich leben? In der Gegenwart. Ich muss in der Gegenwart leben. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns einen sehr, sehr versteckten Hinweis bei der Geschichte von Yusuf alayhi salam. Bei der Geschichte von Yusuf alayhi salam, wir lesen, wir laufen einfach, wir gehen einfach drüber und merken das nicht. Wir lesen, dass die Frauen, die Freundinnen von Imra'at al-Aziz, als Yusuf alayhi salam dazu gerufen wurde, zu ihnen reinzukommen, sie waren dabei zu essen. Stimmt's? Und sie hatten Messer in der Hand. Was haben sie gemacht, als sie ihn gesehen haben? Sie haben sich verletzt. Haben sie Schmerzen gehabt? Haben sie geschrien? Nein. Warum? Weil sie im Moment gelebt haben. Sie haben weder in der Vergangenheit, Al-Asa, noch in der Erwartung gelebt. Sie waren im Moment, haben sie gelebt. Und wie war dieser Moment? Schön. Habt ihr mich verstanden? Den Moment genießen. Genieße das, worin du gerade bist. Genieße das, worin du gerade bist. Wenn du dich mit der Vergangenheit beschäftigst, dann wirst du in Asa fallen. Wenn du dich mit der Zukunft beschäftigst und was wird passieren, dann bist du im Prozess der Angst. Und wenn du negativ bist, dann wirst du dir, das könnte mir das passieren, dann lehnst du das ab, dann kommen die negativen Gefühle dazu und dann wird das alles eintreffen. Warum? Weil zum Beispiel Ali radiallahu anhu gesagt hat, kullu mutawakka'in ad, was du erwartest, wird eintreffen. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudusi gesagt hat, ana inda dhanni abdi falyadhunna bi abdi masha, ich bin für meinen Diener das, was er will, so soll er von mir erwarten, was er will. Was machen wir? Wir erwarten von Allah das, was wir nicht wollen. Na dhunnu billahi ma la nasha. Wir machen es richtig verkehrt. فَلْيَظُنَّ عَبْدِي بِمَا شَاءَ. Was machen wir? فَنَظُنُّ بِرَبِّنَا مَا لَا نَشَاءَ. Wir erwarten von ihm das, was wir nicht wollen. Und dementsprechend ist ja auch dein Leben. Weil du hast die Freiheit zu erwarten. Und dann bekommst du auch. Das heißt, was mache ich, wenn ich ein Problem der Angst habe? Dann kannst du jemandem nicht helfen, der sagt, ja, du musst mehr Dhikr machen. Das hilft ihm nicht. Und dann sagst du ihm noch später, dein Iman ist schwach. Der Mann, der will Hilfe. Dann machst du ihn fertig. Erklär ihm die Angst. Die Angst ist ein Prozess. Sind keine Gefühle. Im Rahmen dieses Prozesses finden wir eine Ablehnung bei dir. Was ist die Ablehnung? Ja? Sorg dafür, dass du nichts mehr, dass du die Sache, die du ablehnst, dass du sie nicht mehr ablehnst. Reduziere die Ablehnung. Oder wenn du diese Ablehnung total aufhebst, was wird passieren? Die Gefühle verschwinden sofort. Die Gefühle, die den Prozess der Angst begleiten, die werden sofort weg sein. Und wir haben keine Angst mehr. Uns geht's gut. Wir sind, was? Gesund. Ja? Das heißt, manche Menschen sagen, ich habe Angst vor den Menschen zu sprechen. Warum? Weil ich Angst habe, dass sie über mich lachen könnten. Was mache ich? Was lehne ich ab? Dass ich ausgelacht werde. Was mache ich? Ist mir egal, wenn sie mich auslachen. Ist mir sowas von egal. Das heißt, ich lehne das nicht mehr ab. Ich kann nach vorne gehen und sprechen. Ich habe keine Probleme. Ich werde nicht mehr ängstlich sein. Ja? Okay?
Warum? Weil ich das, was ich ablehne, jetzt nicht mehr abgelehnt. Ich habe es akzeptiert. Dann sollen sie mal lachen, wenn sie wollen. Das ist dann deren Problem, nicht meins. Ja? Oder jemand zum Beispiel hat Angst vor Ehe. Momentan sehr viele Leute, ob Männer oder Frauen, sie haben Angst vor der Ehe. Die schieben das alle vor sich. Alle vor sich. Warum? Weil eine Angst da ist. Ja, viele haben sich scheiden lassen. Viele geschiedene Frauen, viele geschiedene Männer und so weiter und so fort. Ja? Was ist das Problem jetzt hier? Ich lehne die Ehe ab. Das wird abgelehnt. Die Ehe wird abgelehnt, dementsprechend entstehen Schmerzen. Ja? Hier ist ein anderes Thema. Natürlich, diese Menschen, die so denken, die haben das, die Ehe einen Namen gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alle Namen beigebracht. Mit Namen meine ich nicht Arafat, Ibrahim, Miftah. Das ist, ja, die Bedeutung ist ein bisschen kindisch. Er hat dir alle Namen gegeben, die du in deinem Leben benutzen kannst, um bestimmte Prozesse in deinem Leben zum Laufen zu bringen. Ja? Du als Mensch bist in der Lage, einem Prozess einen Namen zu geben. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dem Fieber, was hat er dem Fieber für einen Namen gegeben? Tahur, reinigend, seht ihr? Habt ihr mich verstanden? Allama Adam al-Asma'a kullaha. Sei klug, dass du die richtigen Namen benutzt. Ja? Der andere hat dem Fieber welchen Namen gegeben? Tod. Ja? Das heißt, hier darfst du der Ehe nicht einen negativen Namen geben. Du musst ihr einen positiven Namen geben, sonst hast du Angst und dementsprechend Schmerzen. Ja, wovor hast du Angst wieder? Du hast Angst vor der Scheidung, du hast Angst vor den Problemen, die während der Scheidung entstehen und so weiter und sowas. Dann entsteht diese Ablehnung. Ja? Der Prozess, Al-Amaliya, sagen wir auf Arabisch, was stattfindet, wenn ich ablehne, ist immer Schmerzen. Ist immer mit Schmerzen verbunden. Und das verursacht diese Gefühle. Ja? Und diese Gefühle sind, also ihre Intensität hängt von dem Grad meiner Ablehnung. Wenn ich eine Sache extremst ablehne, dann werden die Schmerzen, die dadurch entstehen, auch sehr groß sein. Ja? Er lehnt es ab, dass die Menschen, derjenige, der zum Beispiel nicht nach vorne gehen möchte, er lehnt es ab, dass die Menschen ihn in einer Situation sehen könnten, wo sie ihn auslachen könnten. Das lehnt er ab. Ja? Er lehnt das extrem ab. Und dementsprechend, ja, ich will nicht ängstlich erscheinen. Ich will nicht vor den Leuten zittern. Ja? Und dementsprechend, ich will nicht, dass mein Bild, was die Menschen von mir haben, sich ändert. Ja? Das ist eine Ablehnung. Ich lehne das ab, dass die Menschen jetzt mich in den anderen, sie sehen mich ja immer, ich bin so entspannt und cool und sowas, aber ich will nicht nach vorne gehen, dann sehe ich, wie ich schwitze und wie ich zittere und wie ich nicht mehr richtig sprechen kann. Das lehne ich ab. Ja? Das produziert negative Gedanken. Diese negativen Gedanken bezeichnen die meisten Menschen Angst. Er hat Angst, vor den Leuten zu sprechen. Diese Aussage ist falsch. Ich hoffe, dass wir inshallah ab heute auch das unseren Kindern nicht mehr so beibringen. Ja? Du hast nicht Angst davor, vor den Menschen zu sprechen. Nein, du lehnst es ab, vor den Menschen zu sprechen. Warum? Weil du es ablehnst, dass die Menschen dich so und so und so sehen. Und weil du das ablehnst, entstehen diese Gefühle und diese Gefühle sind die Angst. Okay? Das ist die Angst, das ist der erste Punkt, den wir unbedingt mitnehmen müssen. Ich fasse nochmal zusammen, damit wir auch die richtige Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala haben, müssen wir die Angst verstehen. Ja? Was ist die Angst? Wie entsteht die Angst? Und wie handle ich? Derjenige sagt, er hat Angst vor Allah. Was lehnt er ab? Habt ihr mich verstanden, wie gefährlich das ist? Du lehnst es ab, Allah zu begegnen.
unschön, sehr, sehr unschön. Also daher sehr wichtiges Thema, damit wir subhanahu wa ta'ala näher kommen können. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فهو إنه هو الغفور الرحيم. Ich sage dies und bitte Allah um Vergebung für mich und euch, so bitte ich um Vergebung und der wird uns inshallah vergeben. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Es wäre sehr schön, wenn die zweite Reihe ein bisschen nach vorne kommt. Da kommen ja, hier in der Mitte ist es extrem leer. Und habt keine Angst. Ja, nachdem wir über die Angst gesprochen haben, was wirklich die Angst ist, lasst uns sie mal detailliert. Also wir teilen sie auf, so Prozessangst. Ja, Angst oder dieser Prozess der Angst besteht aus drei Etappen. Oder im Prozess haben wir drei Abschnitte. Ja, das ist ein Prozess mit drei verschiedenen Abschnitten. Wenn du diese Abschnitte verstehst, dann wirst du immer in der Lage sein, deine Angst selbst zu kontrollieren. Das meine ich wirklich ernst. Die kannst du kontrollieren, deine Angst, wenn du diese Abschnitte der Angst verstehst. Ja? Der erste Abschnitt oder das erste, was wir halt über die Angst wissen, sind die sogenannten Symptome, Al-A'rad. Ja? Al-A'rad sind körperliche Symptome sowie gefühlsmäßige Symptome. Die körperlichen zum Beispiel, manche Leute sagen, ich kriege keine Luft, eine Enge in der Brust. Ja? Oder andere fangen an zu schwitzen. Ja? Oder das Herz fängt an zu extrem zu pochen. Ja? Also erstmal die körperlichen Symptome. Ob körperlich oder gefühlsmäßig. Der zweite Teil der Angst ist ein Verhalten. Auf Arabisch sprechen wir von Suluk. Ja? Ein Suluk, ein bestimmtes Verhalten, was du machst, was du meistens machst, wenn du in dem Prozess Angst drin bist. Wenn ich Angst habe, das hört ihr ja, wenn ich Angst habe, dann mache ich das und das und das. Ja? Was machen die meisten Menschen, wenn sie Angst haben? Flüchten. Ja? Viele Menschen, du siehst, die sind immer unterwegs. Ja? Immer flüchten. Wo bist du? Bist du bei der Firma noch? Nein, schon nächste Firma. Und das macht er ständig in sein gesamtes Leben. Immer auf der Flucht. Meistens hat das mit der Angst zu tun. Oder immer Orte wechseln. Heute da, dann morgen. Weg, 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 weg. Ständig nur weg. Ja? Das ist der meist bekannteste Verhalten, Suluk, bei Menschen, die Angst haben. Auf der Flucht sein. Ja? Und diese Flucht zu flüchten, ist der höchste und intensivste Erreger der Gefühle, die durch den Prozess Angst entstehen. Könnt ihr mir folgen? Die Menschen, die flüchten, je mehr du flüchtest, desto intensiver wird der Prozess Angst bei dir sein. Ist das besser so zu verstehen? Je mehr du flüchtest, das heißt, ich flüchte immer mehr vor der Arbeit, dann wird der Prozess der Angst bei dir immer intensiver. Ja? Du flüchtest immer mehr davor, nach vorne gehen zu müssen. Du musst aber nach vorne gehen. Und das meinst du, das ist deine Bachelor oder dein irgendwas, da musst du reden. Je mehr du davor flüchtest, ich schreibe mich krank, ich mache dies, was passiert? Prozessangst wird immer größer und größer und größer. Also Al-Hurub, das Flüchten, ist der größte Erreger der Prozesse, die in der Angst, im Prozess Angst beinhaltet sind. Also daher Flüchten, mehr Angst. Je mehr du flüchtest, desto stärker wird deine Angst. Das ist der zweite Teil oder Abschnitt, was halt im Prozess Angst stattfindet. Wir haben Symptome, wir haben Verhalten. Das mit der Flucht, mit dem Flüchten, ich habe nur ein Beispiel. Es gibt ja verschiedene Sulukiyat, verschiedene Verhaltensweisen. Es gibt Menschen, die zornig werden. Das gibt es natürlich auch. Ja? Oder zum Beispiel bei Kleinkindern merkst du, manchmal hast du Kinder, die sind am Schlafen, du siehst während des Schlafs, sie fangen an, so ein bisschen unkontrollierte Handlungen zu machen. Das hat mit Angst, das hat mit der Angst zu tun. Ja, da sind Ängste.
Und besonders bei kleinen Kindern, wenn zum Beispiel jemand ein kleines Kind hat, und da muss man als Vater bzw. als Mutter darüber nachdenken, was hat das für eine Veränderung stattgefunden in letzter Zeit. Wenn zum Beispiel das Kind keine Angst in der Familie hat, nicht geschlagen, nicht angeschrien wird, und dann fängt dein Kind auf einmal im Schlaf ja, so zu zittern, oder ja, schieb das nicht auf den Teufel. Such erstmal, wenn du dein Kind gerade zur Schule geschickt hast, ob dein Kind irgendwelche Ängste in der Schule hat. Ja? Oder ist das Kind in der Kita, ist das Kind vielleicht angeschrien worden? Sowas, wenn man das herausgefunden hat, man versteht das mit dem Prozess, dann löst man das Problem ganz schnell. Ja? Ist kein großer Akt. Dann redet man darüber und dann ist das Problem gelöst. Der dritte Abschnitt, was wir halt im Prozess Angst haben, sind die Gedanken und Überzeugungen, die du während der Angst hast. Während des Prozesses der Angst, welche, musst du herausfinden, welche Gedanken laufen bei dir gerade ab und welche Überzeugungen hast du. Ja? Deine Aufgabe als Mensch, der an Gott und an Allah glaubt, ist, dass du diese drei Bereiche verstehst und analysierst. Hey Leute, wir sind Menschen, Pech gehabt. Wirklich, wir sind Menschen. Wir sind nicht damit beschäftigt, Essen, Fortpflanzen und Geld sammeln und Wohnungen oder Häuser bauen. Leute, du bist ein Mensch. Du bist was Besonderes. Ja? Deine Aufgaben sind viel höher. Ja? Du bist der Einzige auf dieser Erde, dem Allah etwas von sich gegeben hat. Ruh. Er hat dir seinen Geist eingehaucht. Und er fachtu fihi min ruhi. Und habe ihn von meinem Geist eingehaucht. Ja? Du bist so ein Wesen mit dem Geist Gottes und beschäftigst dich genauso mit Sachen, die auch ein Löwe macht oder eine Gazelle. Ein Ort zum Wohnen, was zum Essen und ein paar Kinder bekommen. Du bist ein bisschen mehr als eine Gazelle, oder? Also daher musst du dieses Prozess der Angst verstehen. Diese drei Bereiche, Symptome, die du dabei hast, Verhalten und Gedanken und Überzeugungen, die du während der Angst hast. Wenn du diese drei Sachen visualisierst, dir aufschreibst, sie analysierst, dann wirst du in der Lage sein, dich mit der Angst zu beschäftigen. Ja? Und dann schließen wir ab mit diesem Gedanken. Das größte Problem bei der Angst, warum die Angst zu einem ja, schwierig wird, ist, dass die meisten Menschen nicht genau wissen, wovor sie Angst haben. Deswegen habe ich als erstes gesagt, dass du es halt analysierst. Was hast du davon, wenn du das analysierst, wenn du diese drei Punkte, Symptome, Verhalten, dann weißt du, wovor du flüchtest zum Beispiel, und deine Gedanken und sowas. Was machst du dann dadurch? Du sorgst dafür, dass deine Angst an einem bestimmten Ereignis gebunden wird. Ja? Die meisten Menschen, die Angst haben, die stecken in dem Schlamassel drin, dass sie ständig einfach nur Angst haben. Aber okay, du sagst, ich hab Angst als Beispiel, ich habe Angst, nach vorne zu gehen, zu sprechen. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Was machen wir? Wie behandle ich mich? Ich setze mich hin, okay, ich habe es herausgefunden. Warum? Weil ich das und das. Was ist mein Verhalten? Ich verschiebe immer den Termin. Okay, ich habe das Gesamt jetzt verstanden. Was sage ich mir? Okay, diese Rede muss ich so oder so halten. Stimmt's? Ich muss vor den Leuten so oder so sprechen. Ich werde vor den Leuten sprechen. Und wenn sie mich lachen, ja, und dann sollen sie lachen, wenn sie wollen. Dadurch hast du den Gedanken zerstört. Dieser Gedanke, dem hast du die Kraft weggenommen. Man sagt, nimm ihm, er hat ihm, was sagt man auf Deutsch, man hat ihm die Luft, ja, ganz genau genommen. Ja, der Gedanke ist erledigt, der hat nicht mehr diese Power. Ja, der Gedanke, diese Überzeugung ist bedeutungslos. Und dementsprechend fällt das zusammen.
Und dann gehst du und machst deine Rede. Warum? Weil du das, was du auch abgelehnt hast, an die Seite geschoben hast. Ja, die nächsten Male werden wir inshallah noch tiefer in die Angst gehen. Und dann, wenn wir es verstanden haben, dann werden wir schön die Verse aus dem Koran rausnehmen und ihr Verständnis richtig genießen. Ja? Und dann auch die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala richtig mit der richtigen Angst oder mit dem richtigen Verständnis von der Angst auch unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala verstehen und genießen. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واملأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة